Haben Sie ganz was Gutes gesagt, Angst und Schrecken, doch völlig überraschend, Angst und Schrecken, und wir wollten eigentlich mal auf einen schauen, der vielleicht Schrecken verbreiten kann, also zumindest haben wir gesehen, es geht. Franck Ribéry, der kann Angst und Schrecken verbreiten. Spaßvogel stellt sich da ein Schaufenster, in Paris war das, glaube ich, und erschreckt die Zuschauer, die da draußen dann doch ein bisschen arg überrascht sind. Und eine Überraschung wäre es, wenn er heute auf seiner Lieblingsposition spielen dürfte, Tom Bartels. Dann könnte er